So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu Equilinox. Mitte Januar kam ein Patch. Das Spiel ist jetzt auf Version 1.3.0 bei mir. Der Patch hieß, glaube ich, irgendwie mehr Fische. Und wir haben mehr Fische. Zum Beispiel haben wir den Angel Fish hier neu bekommen, den ich gerade auch weiterentwickeln lasse Richtung Neon Fish. Ja, das wären schon mal zwei neue Fische. Dann hatten wir den Salmon, den wir aus dem Throat, keine Ahnung, wie man das ausspricht, gezüchtet haben oder entwickelt haben. Und da war noch irgendeiner. Ach genau, der Royal, Royal Dingsbumsfisch. Kramot oder so. Royal Kramot. Clownfisch? Nein, du bist nicht. Den haben wir hier irgendwo. Clownfisch. Dann haben wir. Bist du das? Nein, Spike. Oh, ich hoffe, der ist nicht schon wieder ausgestorben. Du bist ein kleiner Clownfisch. Clownfisch. Da bin ich noch gar nicht am Ende. Doch, hier hinten sind die Tropen. Ja, war so, als hätten wir den hier angesiedelt. Ah, Royal Grammar. Die sind ja verdammt klein hier. Royal Grammar. Fischleins. Die scheinen wohl so eine Art Schwert. Brustflosse zu haben. Also eine Art Schwertfisch. Keine Ahnung. Ah. Jetzt gucken wir aber erstmal, wie sich. Oh. Ich glaube, das ist unser Neonfisch. Jawohl. So, wie zufrieden bist du denn hier? Habitat, Tropen. Mag. Kein Flussbett. Mag aber Muscheln und Korallen. Flussbett ist ja echt. Ah ja. Bei 10%. Ist das hier hinten besser? Oh, hier ist es komplett tropen. So, wir haben 300.000. Da müssen wir uns doch solche Neonfische leisten können. Neonfische. 4-Sterne-Fisch. Jawohl. Vierte Entwicklungsstufe. So. Ist hier noch mehr Tropen in der Nähe? Na komm. Hier nochmal zwei hin. Ah, gut. Jetzt muss ich überlegen. Clownfisch 3. Neonfisch 4. Ich glaube, dann haben wir jetzt erstmal wieder alle Tiere und Pflanzen bis zum aktuellen Entwicklungsstand des Spiels. Pike, nein, ich. Neonfisch. Welche Farben gibt es denn bei dir? Wenn du schon Neonfisch heißt, dann will ich. Okay. Neonorange kaufen. Clownfisch. Wobei, was gibt es denn beim Clownfisch? Nehmen wir mal einen
Oh, Schwarz ist ja scheiße teuer. Dann kaufen wir mal einen gelben. Clownfisch hier bitte in Xian. So. Mehr Neonfische. Hatte ich jetzt rot gewählt? Neongelb wäre nett, aber da fehlen uns schon wieder die Punkte. Oh, warte, der ist ja billiger. 52.000 kaufen. So. Was haben wir denn hier eigentlich noch so für Tiere? Die Schildkröten konnten wir von der Farbe nicht ändern. Nein, weg, weg. Frösche. Ich will mehr Bäume. Was haben wir denn hier? Forest. Okay. Was entwickelt Forest? Rosmarin. Zwischen 15 und 55. 15. Okay, das passt hier. Das fordert gar nichts. Aber keine Spezies hier, was es mag. Was magst du denn von der Spezies? Steine und Gräser. Okay, wie sieht's aus? Fahne. Unter 60. Ansonsten nichts. So. Jupiterbäume. Drei davon. Hopp, hopp, hopp. Jupiterbaum. Über 15 Meter. Zack. So. Und dann werden wir natürlich gleich mal noch ein paar Farben ausprobieren. Irgendwie schon teuer. Kaufen. 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 Was gibt's bei dir an Farben? Kaufen wir mal. Leute, wie soll ich mir das leisten? Was gibt's denn bei dir an Farben? Gelb-Grün für 11. Kaufen. Wir wollen es noch ein bisschen
bunter hier gestalten. Orange für 36. So. Rosmarie. Ein paar Fahne noch hin. Hier noch ein paar und da. Wir machen jetzt einfach relativ viele Waldgebiete noch. So. Dass die kahlen Stellen mal ein bisschen verschwinden hier. Das muss ja eigentlich mal von alleine rauswachsen. Komm, dann Grasland. Wilde Minze. Hatte ich schon Daisies gepflanzt? Ich weiß es nicht mehr. Hier hinten vielleicht noch ein paar. Richtiges kleines Loch. Was pflanzen wir denn mal in das Loch? Schnee, Dschungel. Hat hier ein Dschungel hinpassen? Komm. Dschungelgras. Zack, 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 zack. Mal gucken, ob sich das ausbreitet. Dschungelblumen. Für 8000, zwei Stück. Jetzt müsste ich mir noch Forest. Da einer. Oh Gott, nicht gut. 20. Mag der es hoch, niedrig? Ich weiß es nicht. Ich kann zwar trotzdem mal einen hin. Jupiterbaum. So. Prozent 60, 61, machen wir da einen hin. Gucken wir nochmal hier, 30%. Der mag es hier nicht so. 84, 81. Ist gekauft. Da hinten ist nicht viel los mit euch. Was können wir hier hinten anpflanzen? Sarge. Farne. Rosmarin. Kartoffeln,
So. Ein Baum davon, ein Baum davon, einer davon, einer davon. Ich glaube, wir haben alles. So, mal gucken, ob sich das weiterentwickelt. Hier ist schön, schön waldig geworden. Wir schauen mal den Bären zu. Jawohl. Die Schafe schlafen mal wieder. Ich spule mal ein bisschen. Aber irgendwie sehe ich nicht mehr so viele Wölfe. Ich kann mir nur vorstellen, die Wölfe haben irgendwie gegeneinander gekämpft. Die Wölfe hatte ich doch dort angesiedelt, wo Schafe und Enten oder Hasen waren. Also keine direkte Bedrohung, würde ich meinen. So, du kleiner Bär. Wenn ich dich umfärbe, was hättest du noch? Oh Gott, 2 Millionen. Das ist zu teuer. Okay, bei den Bären kann ich wohl nicht mehr viel ändern. Die Millionen haben wir alle schon ausgegeben. Dann bleiben wir mal bei dem Waldland hier in der Mitte. Ob sich das noch ein bisschen entwickelt. Die Wüste wäre natürlich auch cool. Was musste ich denn machen, um die Wüste zu vergrößern? Yukas. So. Kaktus. Ich glaube, die brauchten dann auch immer Steine. So. Was hatte ich jetzt für einen Kaktus? Ich nehme mal noch den. 18.000. Ah, komm hier, 63%, 63, 69, klingt doch schon mal nicht verkehrt. Gigantkaktus. Komm. So. Kann die Wüste auch noch ein bisschen wachsen. Und bei euch Bäumchen würde ich auch gerne mal noch eine andere Farbe sehen. Lila. Und du? Kann doch nicht sein, dass ja. Komm. Vierundsiebzigtausend, komm, die Punkte müssen wir doch gleich haben. 60.000 Punkte. Da da da. Na, 66.000. Jetzt kaufen. So. Hier werden wir. Gibt's noch eine
billige Farbe. Lila. Komm. Kaufen. Ihr seid auch alle eine Farbe. Ups, ich glaube, ich mache erstmal ein Folgenende. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.